Seit Beginn des Jahres verfügen alle neu emittierten Euro-Staatsanleihen über eine sogenannte Collective Action Clause, also eine kollektive Handlungsklausel. Und was vermeintlich geräuschlos daherkam, könnte insbesondere für Privatanleger weitreichende Folgen nach sich ziehen. Welche Folgen das genau sind, das weiß Michael Görgens, Leiter Anleihehandel hier an der Börse Stuttgart. Michael, was hat es mit der CAC-Klausel überhaupt genau auf sich? Ist relativ einfach zu erklären. Die Collective Action Clause, übersetzt Collective Action, ist kollektives Handeln sozusagen, beinhaltet eigentlich die Aussage, dass Gläubiger von Anleihen mit einer Mehrheit von 75% über Restrukturierungsmaßnahmen entscheiden können, die dann verbindlich für alle Anleihegläubiger, die in das Produkt investiert haben, sind. Restrukturierungsmaßnahmen sind natürlich bei Anleihen insbesondere Umschuldung, Schuldenerlass oder Zinsschnitte, die hier insbesondere in der Vergangenheit des Öfteren bei Staaten dann auch zum Tragen kann. Die Collective Action Clause im europäischen Raum wird natürlich insbesondere durch den ESM umgesetzt. Hier wurde vereinbart, dass man zur Harmonisierung dieser Clause letztendlich beiträgt. Es ist vom Grund her ähnlich zu sehen wie bei Konsortialkrediten. Die findet letztendlich auch so bereits Anwendung. Das heißt, hier werden Lead-Manager, Emissionsbanken aufgefordert, ein Mindestvolumen an Nennwertbetrag vorzugeben, um hier dann entscheidungsfähige Mehrheiten zu finden. Weshalb genau wurde gerade jetzt eine solche Klausel denn eingeführt? Also man hat ja insbesondere diese Klausel insgesamt weltweit schon im Jahre 2003 eingeführt. Nach der Argentinien-Krise gab es ja die ein oder andere Forderung, dass man hier mit schnelleren Handlungsmöglichkeiten am Markt gehen kann. Und so wurde bereits im Jahre 2004 die erste Mexiko-Anleihe mit solch einer Klausel ausgestattet. 2005 waren bereits 95% aller Staatsanleihen mit einer Klausel ausgestattet. Erst jetzt im europäischen Raum. Warum? Wir hatten natürlich das Thema Griechenland und der Schnitt und die Hängepartie, die damit einherging, dass insbesondere ein Gesetz entworfen wurde, was rückwirkend gelten sollte, um Anwendung zu finden. Wir hatten ja damals die Situation, dass nur 83% der benötigten 90% zum Schuldenerlass letztendlich zur Verfügung standen. Hier ist es so, dass man im Zuge dessen natürlich jetzt eine Vereinfachung innerhalb des europäischen Rahmens finden will und die Harmonisierung weiter vorantreiben soll. Ich habe es eingangs bereits erwähnt, dass sich insbesondere für Privatanleger weitreichende Folgen ergeben. Welche sind das genau? Nun ist es ja so, dass bei dieser Collective Action Clause insbesondere Minderheiten eher ausgeschlossen werden. Das heißt, bei 75% und weltweit, normalerweise sind Staatsanleihen immer weltweit investierend, ist es natürlich so, dass kleinere Minderheiten keine Einspruchsmöglichkeit mehr haben. Für einen Privatanleger bedeutet das natürlich in erster Linie, wenn er in solche Produkte investiert ist, dass er darüber keine eigene Mitteilung mehr geben kann und in diesen Prozess eingreifen kann, sondern dass natürlich das Vermögen, was meistens über Fonds und andere größere Institutionen gehalten wird, über eine entscheidungsfähige Mehrheit verfügen. Auf der anderen Seite ist natürlich solch ein harmonisierter Prozess zum einen von Transparenz geprägt, das heißt, man weiß im Vorfeld schon, wie die Zusammenhänge sind und man muss sich nicht bei jedem Land wieder neu informieren. Und auf der anderen Seite ist natürlich, insbesondere jetzt auch rückblickend aufs letzte Jahr, das ein Vorteil, dass man relativ schnell handeln kann. Also man versucht, die Gläubiger zusammenzufinden und dann mit einer konstatierten Aktion schnell zum Erfolg zu führen, um dann auch nicht nachgerichtliche Auseinandersetzungen weiterzuführen. Zur Einführung der Collective Action Clause bei Euro-Staatsanleihen. Michael Görgens, Leiter Rentenhandel an der Börse Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.